Ja, ich sehe das so, wir machen klassische Energieversorger überflüssig. Bis vor einiger Zeit hätte ein solcher Satz aufhorchen lassen. Er wäre allerdings bis vor einiger Zeit auch nicht allzu ernst genommen worden. In der Zwischenzeit lässt ein solcher Satz nicht mehr wirklich aufhorchen, dafür wird er aber heute ziemlich ernst genommen. Es handelt sich dabei um den Slogan eines Startups aus Deutschland. Die nicht gerade bescheidene junge Firma hat sich zum Ziel gesetzt, Prosumer, Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und andere Produzenten von erneuerbaren Energien virtuell miteinander zu vernetzen und die elektrische Leistung für den Markt zu poolen. Von Schwarmenergie ist da etwa die Rede. Ein anderes ähnliches Angebot fasst die Absicht im Werbetext noch etwas blumiger zusammen. Denn der Energiemarkt verändert sich, die Zeit der Dinosaurierkraftwerke geht vorbei, immer mehr Menschen erzeugen und speichern selbst saubere Energie vor Ort und so weiter. Nicht mehr Konzerne, sondern Verbraucher entscheiden, welche Energie wann und wo erzeugt wird. Leere Worte? Nein, wir können heute beobachten, wie ganze Märkte innerhalb Monaten wegbrechen. Denken Sie etwa an den SMS-Markt, der durch WhatsApp förmlich pulverisiert wurde. Deshalb haben wir gelernt, solch kernige Slogans ernst zu nehmen. Wir sind davon sogar so sehr beeindruckt, dass wir glauben, gelernt zu haben, dass Kontinuität stets falsch und disruptiv stets richtig ist. Wir haben das in der Theorie und in Reden zumindest schon so verinnerlicht, dass wir sozusagen bereits die Disruption fortschreiben. En Suisse, nous allons cependant même plus loin. Nous anticipons la panne totale. Il semble que nous prenons peu à peu conscience du retard considérable que prend le développement des réseaux pour des raisons de procédure. De même, nous pressentons combien notre infrastructure peut être fragile face à d'éventuelles cyberattaques. Il est donc essentiel et tout à fait raisonnable de se préparer à de tels événements, quoique la probabilité qu'ils se produisent reste faible. D'ailleurs, la branche est loin d'être aussi naïve et mal préparée que ne le suggèrent les vidéos récemment diffusées par la SRF. Und ich lege Wert darauf, das Deutsch noch zu wiederholen. Die Branche ist bei weitem nicht so naiv und nicht so schlecht organisiert, wie dies in den kürzlich ausgestrahlten Videos von SRF dargestellt wurde. Einfach dies auch aus Respekt vor all den Leuten, die sich darauf vorbereiten. Disruption und wie wir mit ihr umgehen, Blackout und wie wir ihn vermeiden, schon das ist Stoff genug für einen interessanten Stromkongress, zu welchem ich Sie, geschätzte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, geschätzte Regierungsmitglieder und Behördenvertreterinnen und Vertreter, Exzellenzen, Vertreterinnen, Vertreter aus Lehre, Forschung und Wirtschaft, geschätzte Medienschaffende, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, meine Damen und Herren, ganz herzlich begrüße. Tout en vous souhaitant la cordiale bienvenue, et en vous remerciant sincèrement pour votre intérêt et pour vos contributions. Ich möchte meine Ausführungen nach der zugegebenermaßen etwas langen Einleitung unter den Titel Offenheit stellen. Offenheit gegenüber tiefgreifenden Veränderungen, denen auch die Strombranche aktuell ins Auge sieht. Offensichtlich ist, dass die Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten von Energie immer mehr verschwimmen. Hier das Kraftwerk, dort der Kunde, dieses Gefüge wird in Frage gestellt. Stattdessen ist von Millionen kleiner Energieanlagen die Rede, die ein funktionsfähiges Netz bilden sollen. Ob es dann auch so herauskommt, wissen wir nicht. Aber es lohnt sich, selbst diesen Ansatz unvoreingenommen anzuschauen. Es gibt diverse Ursachen für all diese Umwälzungen. Die technische Entwicklung und die Massenproduktion bei Sonnen- und Windenergie lassen die Gestehungskosten dramatisch sinken. Der Zubau von Produktionsanlagen wurde gefördert. Die Überkapazitäten in der Erzeugung stiegen dadurch an und wir lassen sie weiter ansteigen, sodass Energie kaum mehr einen Preis hat.
Das allein, meine Damen und Herren, macht die traditionelle Energieversorgung noch nicht überflüssig. Aber kombinieren Sie Überkapazitäten mit Big Data bzw. der Digitalisierung und Sie werden sehen, da kommt schon einiges in Bewegung. Lassen Sie mich anhand von zwei Branchen zeigen, was passiert, wenn Unternehmen Ineffizienzen und Lücken im Markt gezielt ausnutzen. Sie dürften vielen von Ihnen bekannt sein, weil Sie in fast jedem Referat irgendwann zur Sprache kommen. Fragen Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter einmal, wie Sie Ihre Übernachtungen für eine Reise organisieren. Die Antwort dürfte in vielen Fällen natürlich Airbnb heißen. Und was ist Airbnb? Es ist die größte Plattform für die Vermittlung privater Räume und Wohnungen, ja ganzer Häuser, an andere Private. Über 2 Millionen Unterkünfte in 190 Ländern können Sie im Nu und bequem von Ihrem Smartphone aus buchen. Die Hotelbranche klagt, sie erzittert und ihr wird das Monopol für eine Dienstleistung entrissen oder zumindest streitig gemacht. Ein Netzwerk aus privaten Anbietern bietet diese Dienstleistungen gleich weltweit an. Die Finanzwelt schätzt das Unternehmen, den Wert des Unternehmens bei einem allfälligen Börsengang auf etwa 30 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, der Energiekonzern ABB ist etwa 48 Milliarden Dollar wert. Nul besoin de vous présenter le deuxième cas, celui d'Uber, face au taxi, vous le connaissez. Mais je vous rends attentif que sa valeur boursière est évaluée à 66 milliards de dollars environ. Ainsi, tandis que la frontière entre producteurs et consommateurs s'estompe dans la branche de l'électricité, il en va de même de la distinction entre hôtel et hôte, entre chauffeur et passager. La décentralisation et la numérisation renversent les fondements sur lesquels reposent les modèles commerciaux, qui ont fait leur preuve pendant des décennies. Il faut revoir notre manière de penser, réinventer les entreprises. Die Frage stellt sich, was ist denn das Gemeinsame beim Strom, bei der Übernachtung und beim Transport von A nach B? Auf den ersten Blick ist es ja beruhigend, dass es bei allen nicht ohne handfeste Einrichtungen geht. Sie schlafen wahrscheinlich nach wie vor lieber in einem weichen Bett als auf einem Laptop. Für den Transport brauchen Sie ein Auto, weil Smartphones partout noch nicht fahren können. Und fürs Kochen brauchen Sie immer noch Strom. Mit Bits und Bytes wird das Wasser einfach nicht heiß. Reimt sich so schön. Mit Bits und Bytes wird, das heißt, Assets sind nach wie vor unumgänglich. Soweit das Beruhigende. Die Krux ist aber bei allen Beispielen, es gibt viel zu viele unbenutzte Betten, zu viele Autos und zu viel Strom. Und es wird wohl noch über Jahre zu viel davon geben. Wir fördern ja auch den Zubau beim Strom tagtäglich immer noch, trotz Überproduktion. Die IT-Welt und Big Data machen diese Überkapazitäten unerbittlich sichtbar. Sie helfen damit, die Nutzung zu verbessern. Sie decken Quersubventionen bei der Kalkulation schonungslos auf. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass gezielter und marktnäher und sicher auch weniger investiert werden muss. Und solange diese Überkapazitäten bestehen, müssen wir wohl damit leben. Investitionen in neue Geschäftsmodelle bleiben wohl noch eine Zeit lang lukrativer als Investitionen in feste Assets, sprich, man investiert vorläufig nicht weiter in Betten, in Taxis und halt auch nicht in Kraftwerke und Netze. Diese Erkenntnisse sind zwar interessant, sie helfen aber den Unternehmen der Energieversorgung nicht weiter. Die meisten von Ihnen verfügen über physische Werte, sie verfügen über ein geballtes Know-how, jahrzehntelange Erfahrung und häufig auch einen gesetzlichen Auftrag. Diese Kompetenzen, die ihren Wert behalten, langfristig, müssen weiter gepflegt werden. Das ist nicht einfach, aber sie aufzugeben wäre fatal. Sie dürfen aber nicht verschenkt
sondern müssen vermarktet werden. Und der Rahmen ist so zu setzen, dass man sie auch vermarkten kann. Es ist wichtig, neue Dienstleistungen anzubieten. Es wäre fürs Überleben ebenso fatal, die Energiewelt der Zukunft nicht mitzugestalten. Wie genau, wissen wir alle noch nicht. Deshalb treffen wir uns auch und tauschen uns aus. Wir brauchen ergo Antworten auf folgende Fragen. Wie wird sich der Markt entwickeln? Welche Dienstleistungen werden nachgefragt sein? Welche Rollen werden dabei von wem eingenommen? Mesdames, Messieurs, pour répondre à ces interrogations, les modèles numériques, les chiffres seuls ne suffisent plus. Le monde d'énergie est devenu bien trop complexe pour s'en tenir aux prévisions quantitatives. L'AES opte par conséquent pour une approche descriptive, c'est-à-dire qualitative. Grâce au projet Univers énergétique, elle se projette dans l'avenir énergétique de la Suisse, plus précisément en 2035. Nous nous y montrons ouverts aux changements et aux bouleversements drastiques qui nous attendent sur le marché. Le projet décrit en effet quatre mondes différents, présentant des caractéristiques extrêmes. Dans Smart World, par exemple, tous les aspects de la vie reposent entièrement sur les technologies de l'information et de la communication. À l'inverse, dans Trust World, l'intégration des énergies renouvelables a échoué. La production d'énergie est principalement centralisée à l'échelle européenne. La Suisse compte majoritairement les centrales hydrauliques et désormais aussi des centrales à gaz. Was bringen solche Extremwelten, können Sie sich zurecht fragen. Der VSE möchte damit einfach gesagt die Grenzen des Möglichen abstecken. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können uns bestmöglich auf sie vorbereiten, indem wir eben unterschiedlichste Entwicklungen und deren Konsequenzen analysieren. Die Strombranche stochert im Nebel, haben wir heute schon gehört, titelte ein renommiertes Blatt kürzlich dazu. Nun, immerhin geht es in dem Fall dem Weltenergierat mit seinen Mitgliedern aus über 90 Ländern und Hunderten von Experten nicht anders als dem VSE. Am Weltenergiekongress 2016, vor 3 Monaten, stellte auch er nicht eines, sondern 3 mögliche Szenarien vor, wie die Energiezukunft aussehen könnte. Auch der Weltenergierat trifft verschiedenste Annahmen bezüglich Markt, Politik und technischem Fortschritt. Und er beschreibt hernach die möglichen Konsequenzen für die Energiewelt. Zugegeben, diese Konsequenzen sind bei seinem Szenarien, dank Unterstützung des Paul-Scherrer-Instituts übrigens, auch quantitativ hinterlegt, was wir als kleine Organisation nicht bieten können. Aber selbst der Weltenergierat legt sich nicht auf ein Szenario fest. Im Übrigen wird Christoph Frey vom Weltenergierat morgen sicher noch darauf zu sprechen kommen. Ich resümiere, unsere Mitglieder wissen selber, dass sie neue Formen und Modelle finden und in vielen Bereichen grundsätzlich umdenken müssen. Die Energiewelten des VSE können dabei wertvolle Inputs liefern, nicht die Lösung, aber wertvolle Inputs. Auch in der Politik und bei Behörden können die Zukunftswelten helfen, passende Marktmodelle und Ordnungsrahmen zu schaffen. Meine Damen und Herren, ich habe ausgeführt, wie sehr die Strombranche im Umbruch ist und dass diese Entwicklungen andere Branchen gleichermaßen betreffen. Zudem habe ich kurz umrissen, wie wir uns diesen Herausforderungen stellen wollen. Wir halten uns an Offenheit und neue Denkmodelle, von denen sich letztlich neue Geschäftsmodelle ableiten lassen. Doch wofür steht die Branche? Wofür steht sie im Kern und wofür setzt sie sich ein? Und was ist die eigentliche Vision? Hier die Kurzfassung. Energie soll auch in Zukunft ausreichend und erschwinglich verfügbar sein. Die Energiewirtschaft übernimmt weiterhin Verantwortung für die Versorgungssicherheit, mit oder ohne Kristallkugel. Sie setzt sich tatkräftig für geeignete Rahmenbedingungen ein. Dezentrale Produktion, Speicher und Verbrauch werden schweizweit so eingebunden, dass die Netzstabilität gewährleistet bleibt. Das bedingt natürlich eine gut ausgebaute Netzinfrastruktur.
Langfristig streben wir in der Schweiz mit Nachdruck eine CO2-arme Energieversorgung und Stromproduktion sowie umweltgerechte Lösungen an, im Einklang mit dem Klimaabkommen von Paris. Unser Land behält bei alledem einen hohen Eigenversorgungsgrad. Die Schweiz nimmt jedoch auch an einem diskriminierungsfreien EU-Energiebinnenmarkt teil. Der VSE als Organisation der Branche wird weiterhin daran arbeiten, dass diese Vision zur Realität wird. Durch einen aktiven Beitrag in der Energiepolitik, wir tun dies durch Früherkennung, durch Einordnung der Themen, wir definieren klare Positionen und vertreten diese nach außen. Wir pflegen unsere Kontakte zu Verwaltung, Parlament, Verbänden und Organisationen und mit unserem geballten Fachwissen bieten wir als Dachverband jederzeit Hand zu pragmatischen, guten Lösungen. Dans le cadre de la conception de la nouvelle réglementation de marché, nous devons articuler nos intérêts à l'échelle européenne, en collaborant le plus étroitement possible avec nos alliés. Seule cette stratégie permettra à la branche de continuer à distribuer notre production et nos produits dans un contexte international. Certes, il est pour l'instant impossible de savoir de quoi sera composée cette production dans 20 ans et quels produits et prestations les fournisseurs d'énergie proposeront d'ici là. Nous savons cependant que nous aurons toujours besoin d'électricité, d'installations et de réseaux ainsi que d'un régulateur avisé. Auch das wiederhole ich gerne in Deutsch: Strom. Anlagen und Netze wird es immer brauchen, ebenso wie einen weisen Regulator. Mit diesen Überlegungen möchte ich meine Einleitung hier am 11. Stromkongress beschließen. Wie Sie gehört haben, ist es mein letzter in der Funktion als Präsident. Ich freue mich aber sehr, dass der Stromkongress auch weiterhin Bestand hat und ich wünsche meinen Nachfolger sowie allen Mitarbeitenden, die für die Organisation des Kongresses verantwortlich sind, bereits alles Gute und viel Erfolg. Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich weiterhin einen anregenden Stromkongress und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.